Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Gothic 2. Wir sind wieder in Corinnes, wir sind aus Jacinta raus seit der letzten Folge und sind jetzt hier unterwegs, mal die Leute zu besuchen, die wir befreit haben, die uns beauftragt hatten, nach den Vermissten zu suchen, die denen gefehlt haben und so weiter. Und einfach mal zu gucken, wie geht's den Leuten? Das, was haben die jetzt zu sagen, so, dass die wieder da sind und so weiter. Ich bin jetzt aber gespannt, was Elbridge sagt, dass Lucia jetzt tot ist. Und dass wir sie umgelegt haben. Da bin ich sehr gespannt. Das ist doch kein Geheimnis mehr. So, darum? Das ist ja schrecklich. Den kann ich nichts sagen, okay. Ja, Sarah, ich vermisse Sarah. Rengaru, warte mal, Bartok. Alles weiter. Nee. Waltram? Hatte er jemanden vermisst? Er redet einfach zu viel. Sollte lieber den Mund halten. Hey, Zuris? Du bist ein Sträfling aus der Minenkolonie. Verschwinde. Das ist ja schrecklich. Hatte ich hier nicht... Jora, hatte er nicht jemanden? Du bist ein Sträfling aus der Minenkolonie. Dir werde ich nichts verkaufen. Verschwinde, du Sträfling. Kanta hat mir gesagt, was du für ein mieser Kerl bist. Ja, ich werde... Das habe ich schon immer gesagt. Das weiß doch inzwischen. Ich werde Kanta irgendwann, wenn ich einen zweiten Durchlauf mache, ich werde ihn töten, noch bevor er überhaupt hier hinkommt. So, jetzt erstmal die Leute suchen. Hier, Koragon. Hat auch nichts Neues zu sagen? Okay. Wer hat denn alles jemanden gesucht? Bürgerin, Valentino. Aber mit ihm fortgespült Kavalon, Bäume und Tiere. Und Adanos Pablo überkam eine da haben wir Myxir. Trauer. Da kümmern wir uns gleich drum. Erstmal will ich und die Leute so suchen. Sprach Adanos zu seinen Brüdern: Nie mehr sollt ihr mein Land betreten. Denn es ist heilig. So. Brian, Harald. Hey, du. Ist jetzt schon eine Weile her, dass du das letzte Mal da warst. Wo hast du dich schon wieder rumgetrieben, hm? Gibt's nichts Neues, was ich jetzt bei ihm machen könnte? Obwohl, warte mal, ich könnte alles Erz mal hier... Alles Rohstahl. Was ich habe, einmal so... Habe ich nichts mehr? Womit denn? Harad, wenn du da einmal weggehst, bitte. Dann könnte ich dir Erzwaffen schmieden hier, ja? Harad, du darfst da gehen. Harad. Hey, du. Da bist du ja. So, Amboss. Ne, gewöhnliche Waffen. Edles Schwert. Gewöhnliche Waffen. Edles Schwert. Gewöhnliche Waffen. Edles Schwert. Warte mal, wie viel Erz haben, also wie viele Dings haben wir noch? Klingen. Noch 7. Ich habe hier aber... Ist das dein Ernst? Da bist du ja. Ich will meine geschmiedeten Waffen verkaufen. Ich will meine geschmiedeten Waffen verkaufen. Gut. Gib her. So, und hier hast du deinen Lohn. Ja, immerhin. Jetzt geh. Weg mit der Waffe! Du bist... So. Harad.
So, ich will noch mehr edle Schwerter hier machen. Womit denn? So, Harad? Zum glühenden Amboss? Da bist du ja wieder. Ja. Meine geschmiedeten Waffen. Ich will meine geschmiedeten Waffen verkaufen. Gut. Gib her. So, und hier hast du deinen Lohn. So, nice. Ich will stärker werden. Ich will stärker werden. Nee, das ist mir immer noch zu teuer. Das ist mir schon mittlerweile zu teuer. So, Torben. Elbridge. Danke, dass du mich gerettet hast. Okay, ihn kann ich jetzt wegen Lucia nichts Neues sagen. Gut. Regis, Die Probleme habe ich kommen sehen. Was ist mit ihm? Hat er jemanden vermisst gehabt? Wie sieht's in der Stadt aus? Wie sieht's in der Stadt aus? Wenn die Orks uns tatsächlich belagern sollten, wird es hier ziemlich ungemütlich. Es gibt nur ein Schiff. Und das bewachen die Paladine. Damit werden sie bestimmt nicht die Bürger retten. Gibt es keine andere Möglichkeit, von hier wegzukommen? Nein. Ohne Schiff kann keiner von uns diese Insel verlassen. Okay, also bisher noch nichts Neues. Bürgerinnen, Bürger, Diego. Was ist mit Rupert? Hey. Nee, der hat dann. Was ist denn schon wieder her? Der hat dann nichts. Matteo, müssen wir auch nochmal reden. Soll ich denn noch alles kümmern? Nee, der hat auch niemanden vermisst gehabt. Wer hat denn nochmal alles jemanden vermisst gehabt? Im Hafen gab's noch jemanden, ne? Sag mir nicht, du hast es nicht gewusst. Wir können nur abwarten. So, Meldor. Das hab ich schon immer gesagt. Lema. Nee. So, Mau. War hier jemand noch vermisst, wo... Such dir jemand anders. Hier laufen genug Typen rum. Ich habe nichts mehr für dich. Cardiff? Ich brauche Informationen. Ich brauche Informationen. Ah, der hat nichts. So, Gavel oder wie der jetzt hieß, hat da auch noch jemand gesucht? Ich wundere mich über gar nichts mehr. So, Gavel? Hey. Und wie läuft's jetzt? Monty ist wieder da. Er studiert gerade die Pläne. Vielleicht wird's ja jetzt was mit dem Schiff. Hm? Und was dann jetzt so? Was ist denn so im Hafen los? Die Orks rücken uns auf den. Ich wollte ja nur das Größte, um ehrlich zu. Da ist nichts Neues. So, wo ist Monty? Arbeiter, Arbeiter, wo ist Monty? Monty! Hey. Und? Musst du wieder arbeiten? Alter, die haben in meiner Abwesenheit nichts auf die Reihe gekriegt. Ich muss mir erstmal die Baupläne wieder reinziehen. Na gut, lass dich nicht stören. Ja, alles klar. Gute Reise noch. Boah, ich freue mich gerade, die alle wieder zu sehen hier. Also, dass die alle jetzt froh sind, dass die wieder da sind. Okay, William wird, wegen William wird man traurig sein. Hier der Kollege da hinten. So. Das ist mal wieder typisch. Bromo? Sonja? Wenn du quatschen willst, such dir eine Frau und heirate sie. Wow. Dann lassen wir mal. Das ist doch kein Geheimnis mehr. Bürgerin, Bürgerin, das Bürgerin, Halvor. Alle Teller und Kelche verkaufen. Komm wieder, wenn du silberne Teller oder Kelche hast. Verdammt. So, Ritter, Ritter. Noch mehr Ärger kann ich nicht. Ritter, Ritter. Wieder das Gleiche. Ich glaube ja nicht, dass das alles ist. Hier gab es doch noch. Martin, da genau, Martin hieß der. Hier. So, Nope. Aber hier unten gab es noch einen gewissen Angler.
Wie wird er jetzt darauf reagieren, dass sein Kumpel William tot ist? Da bist du ja wieder. Hast du was von meinem Kumpel William gehört? Er ist tot. Tja, das hatte ich mir fast gedacht. Danke, dass du nochmal hierher gekommen bist, um es mir zu erzählen. Ich werde mal in die Kneipe gehen und seinen Anteil am letzten Fang versaufen. Er hätte es so gewollt. Ja, okay, mach das. Ja, okay. Ich finde es jetzt aber nur schade für Lucia, dass sie jetzt hier niemand vermisst. Naja, okay, ich hätte ihr die Möglichkeit gegeben gehabt, wieder zurückzukommen hierhin. Wenn es nach mir ginge, aber sie wollte ja mich angreifen. Die hatte ja nicht zu denen gehört, die mir in den Rücken gefallen sind. Attila. Und Edda. Kannst du mir eine Suppe kochen? Kannst du mir eine Suppe kochen? Nichts leichter als das. Hier, nimm einen Teller. Kannst du mir eine Suppe kochen? Heute nicht mehr. Komm morgen wieder. Ach so. Attila? Gibt es denn noch irgendwen? Irgendwer müsste doch noch hier sein oder fehlen, oder? Das habe ich schon immer gesagt. Ne, hier hatte jetzt keiner gefehlt. Karl, Arbeiter. Wir können nochmal mit Laris reden und fragen, wie es jetzt aussieht. Was die Vermissten angeht. Und das wird noch viel schlimmer. Ich glaube da nicht dran. So, Laris. Hey, du. Wegen der verschwundenen Leute. Wegen der verschwundenen Leute. Ich habe einige der vermissten Leute retten können. Ich habe einige vermisste Leute retten können. Ich habe gewusst, dass du es schaffen würdest. Dann kann ich mich jetzt ja endlich um meinen eigenen Kram kümmern. Hm? Gibt's was Neues? Gibt's was Neues? Für die besten Nachrichten bist du ja selbst verantwortlich. Bennett haben sie wieder laufen. Geh mal hin, ich denke, er will... Ah, okay. Bring mir was bei. Bring mir was bei. Ja, komm, gut, dann machen wir Stärke. Ich kann dir nichts mehr beibringen. Du bist schon zu gut. Okay, bei ihm ist er bei 60 Maximum. Warte mal, da. Bürger. Dass die jetzt auch noch hier tatsächlich... Kann ich mit Melde auch nochmal quatschen? Ist hier in letzter Zeit was Aufregendes passiert? Im Minental soll es Drachen geben. Bin mal gespannt, wann die Paladine hier abrücken, um sie zu bekämpfen. Ja, die werden wahrscheinlich nicht abrücken. Das bezweifle ich. Aber ich glaube, es ist an der Zeit, dass wir jetzt nochmal mit Vatras reden. Hier haben wir ja auch eigentlich im Grunde alle schon durch. Was die Vermissten angeht. So. Aber der Mensch und das Obwohl, Tier Kavalor, können wir auch nochmal quatschen. Ich will deine Fähigkeiten erlernen. Sicher? Was willst du wissen? Davon nichts. Und der Mensch erschlug das Tier. Und es ging ein in Belias Reich. So, die Vermissten sind wieder da. Die Vermissten sind wieder zurück. Ja, du hast es geschafft. Ihre Reise hat ein gutes Ende genommen. Aber deine Reise ist noch nicht beendet. Deshalb geh mit dem Segen Adanos. Adanos, segne diesen Mann. Erleuchte seinen Weg und schenke ihm die Kraft, allen Gefahren zu widerstehen. Ich habe übrigens noch mehr Steintafeln für dich. Gut, ich werde deine magische Kraft steigern. Und deine Ablösung ist da. Deine Ablösung ist da. Sind die Dinge jenseits der Berge im Nordosten geregelt?
Ja, das sind sie. Raven ist tot und die Bedrohung ist abgewendet. Das sind wahrlich gute Neuigkeiten. Hoffen wir, dass sich derartige Dinge nicht wieder ereignen. Nun kann ich dir bei deinem kleinen Problem helfen. Soweit ich mich erinnere, hat es mit dem Auge Innos zu tun, nicht wahr? Ja, das Auge Innos ist zerbrochen. Pyrokar schickt mich. Das Auge Innos ist zerbrochen. Ich weiß. Ich habe es schon von einigen aufgebrachten Novizen erfahren. Die Suchenden haben den Sonnenkreis der Feuermagier dazu benutzt, das Auge Innos zu zerstören. Einen gelungenen Schachzug des Gegners würde ich das nennen. Was soll nun mit dem Auge geschehen? Nachrichten verbreiten sich schnell in dieser Stadt. Nachrichten verbreiten sich schnell in dieser Stadt. Das ist auch gut so. Der Feind wird genauso wenig schlafen. Was soll nun mit dem Auge geschehen? Was soll nun mit dem Auge geschehen? Wir müssen es wieder zusammenfügen. Aber das ist keine leichte Aufgabe, fürchte ich. Die Fassung ist in zwei Teile zerbrochen. Dies vermag ein geschickter Schmied wiederzurichten. Aber das ist eigentlich nicht die Schwierigkeit dabei. Vielmehr macht mir der eingelassene Edelstein Sorgen. Er ist matt und kraftlos. Der Feind scheint genau gewusst zu haben, wie man ihn schwächt. Wie erhält der Edelstein seine Kraft? Wo finde ich einen Schmied, der die Fassung reparieren kann? Wo finde ich einen Schmied, der die Fassung des Auges reparieren kann? Frage in den umliegenden Gebieten nach einem, der sich auf das Reparieren von Kleinoden versteht. Wie erhält der Edelstein seine Kraft zurück? Wie erhält der Edelstein seine Kraft zurück? Ich sehe nur einen Weg. Eine Vereinigung der drei herrschenden Gottheiten sollte den gewünschten Effekt erzielen. Ein gut vorbereitetes Umkehrritual an dem Ort seiner Zerstörung wird dem Edelstein wieder Feuer geben. Das Problem dabei ist allerdings, dass du jeweils einen irdischen Vertreter von jedem der drei Götter zu diesem Ort bringen musst. Des Weiteren bräuchte man eine Menge Sumpfkraut für dieses Ritual. Ich schätze, drei Krautpflanzen müssten es schon sein. Wer könnten diese drei irdischen Vertreter der Götter sein? Wer könnten diese drei irdischen Vertreter der Götter sein? Für den Gott Adanos werde ich mich zur Verfügung stellen. Pyrokar, der oberste Feuermagier, wäre der Richtige, um den Gott Innos zu vertreten. Aber für Belia fällt mir kein geeigneter Bewerber ein. Es müsste jemand sein, der die schwarze Magie beherrscht. Schwarze Magie? Was mit Xardas? Schwarze Magie? Was ist mit Xardas? Das ist es. Es könnte funktionieren. Doch frage ich mich, wie du uns alle drei zusammenbringen willst. Ich sehe jetzt schon Pyrokars Gesicht, wenn er hört, dass er mit Xardas an einem Strang ziehen soll. Muss los. Und wo würde ich diese Sumpfkraut finden? Wo würde ich dieses Sumpfkraut finden? Habe ich ja genug? Ich habe etwas von einer alten Giftmischerin namens Sakita in den Wäldern gehört. Sie soll angeblich solches Kraut verkaufen. Du könntest dein Glück aber auch unten am Hafen versuchen. Ich muss los. Ich muss los. Ich werde ebenfalls aufbrechen und am Sonnenkreis die Zeremonie vorbereiten. Schicke Xardas und Pyrokar dorthin. Und vergiss nicht, das Sumpfkraut mitzubringen. Ich verlasse mich auf dich. Ich glaube... Leute, ich werde woanders gebraucht. Es wird nicht lange dauern. Sobald ich zurückkehre, werde ich euch die Geschichte weitererzählen. Möge Adanos mit euch sein. Ich glaube, ich muss am Sonnenkreis... Wo ist denn der Sonnenkreis nochmal? Ich glaube, da, wo die Dings waren, im Norden. Da müsste ich mal vielleicht die ganzen Dinger da loswerden, die Suchenden. Obwohl, komm, ich weiß jetzt nicht, wie... Warte, das wird das wohl noch überleben, oder? Wir können auch mal pennen gehen. Jetzt einmal. So, und Myxir wird da wahrscheinlich weiter erzählen, ne? Das ist ja interessant. Ich habe mir das schon gedacht.
Schlimme Zeiten sind das. So, wir pennen einmal. Zum nächsten Morgen. Und dann würde ich vorschlagen, wir gehen da nochmal hoch und machen mal auf die Jagd, die restlichen Viecher hier alle auszuschalten. Und das wird noch viel schlimmer. Weil. Davon lasse ich. Warte mal, okay, wir haben auch mittlerweile so viel Geld, ey. Ich habe so einiges gehört. Wer sagt denn sowas? So, Einhandwaffe. Einhandwaffe, Zweihandwaffe. Das wäre der einzige, der noch stärker wäre an zwei. Ne, das wäre. Das Krummschwert wäre nochmal stärker. Wo hast du das denn schon wieder her? Wie viel haben wir jetzt eigentlich? Wir haben 28 Lernpunkte. Ich weiß momentan echt nicht, wo ich damit hin muss. Sag nicht, das hast du nicht gewusst. Ich weiß jetzt nicht, wie ich jetzt noch meine Stärke erhöhen kann. Ich brauche mehr Stärke, definitiv. Ich brauche jemanden, der mich noch stärker machen kann. 145 wäre nice. So, jetzt müssen wir aber hier hoch. Und den Wald auch mal leer räumen. Ich weiß jetzt nicht, wie gut wir jetzt gegen die Orks ankommen. Das ist ja schon eine starke Waffe, die wir haben, mit 120 Schaden für nur 100 Stärke. Ich weiß jetzt aber auch nicht, ob wir da alle schon besiegt hatten von den Suchenden. Weiß ich nicht mehr. Ist auch schon so lange her. Ich würde aber hier nochmal speichern wollen, bevor wir weitergehen. Und auch mal gucken. Was für Gegner gibt es hier noch? Also ich weiß noch, Wargs und Orks gab es hier noch irgendwo. Die gab es noch safe. Jetzt ist nur die Frage, was gibt es hier noch, was übrig ist, was wir kaputt machen müssen, was vorher uns immer kaputt gemacht hatte. Okay, wo sind sie? Okay, nice. Wo ist deine Axt? Wo ist deine Waffe? Schwere Ork-Axt. Okay, perfekt. Nice. So gefällt mir das. Wir sind in der Lage, Orks zu bekämpfen. Perfekt. So, komm her. Gefällt mir schon mal sehr. Das gefällt mir wirklich sehr gerade. Da haben wir schon den nächsten Ork. Ja, komm her. Die Orks haben gar keine Chance mehr. Aber ich speichere das trotzdem mal. Ah, Blutfliegen, okay.
Jo. Was für eine Leichtigkeit. So, hier war doch noch eine Blutfliege. Nur keine Ahnung wo. Ich höre Vargs, aber ich sehe die nicht. Ich weiß auf jeden Fall, die sind da unten. Boah, wie... zwei Orks könnte ein bisschen schwierig werden. Zwei Orks gleichzeitig. Daher gehe ich mal hier hin. Füll mein Leben mal auf. Warte mal, wir machen mal so. Und nochmal so. Und nochmal so. Und speichern das nochmal. Und dann holen wir uns die Orks. Wir machen jetzt richtig Jagd. Okay, das hätte gefährlich enden können. Nichts zu holen. So, gab es hier nicht noch eine Axt? Da. Das hätte ins Auge gehen können. So. Haben wir noch Äpfel? Nö. So, nochmal speichern. Dann suchen wir mal die Vargs, die hier noch irgendwo waren. Da unten auf jeden Fall sind zwei. Und noch Maurets. So, die Speckis, die holen wir uns. Yay! Aus Versehen wieder gesprungen. Da! Yo! Orkisches Kriegsschwert. Ork-Elite. Haben wir auch geschafft. Oh, Heilpflanze. Und Varg. So, das heißt jetzt aber hier. Warte mal. Wir gönnen uns das hier mal. So, und nochmal speichern. Ey, ich finde das super, wie leicht die Orks jetzt mittlerweile für uns sind. Jetzt ist nur die Frage, sind die Drachensnapper jetzt ebenso leicht für uns? Das ist jetzt die Frage. Das heißt, in der nächsten Folge oder in den allgemeinen nächsten Folgen werden wir das auf jeden Fall ausprobieren und wenn es klappt, machen wir gezielt Jagd. Wir haben wieder eine Stufe aufgestiegen, wir sind Stufe 30. Wir haben 38 Lernpunkte gerade. Und ich weiß aktuell nicht wohin damit, weil wir jetzt gerade keine Lehrer dafür haben. Aber wenn die Drachensnapper jetzt auch so leicht sind für uns, wie die Orks, weiß ich auf jeden Fall, was ich, wo ich dann demnächst meinen Spaß haben werde.
glaube, hier gibt es nichts mehr. Doch. Ich höre hier Vargs. Da. Hier war noch ein Varg versteckt. Okay. Sonst nirgendwo, glaube ich. Zumindest sehe ich jetzt keine. Habe ich schon die komplette Map hier durch? Bin mir nicht sicher. Also zumindest im Wald. Stellt sich mir jetzt nur die Frage, ich war am Anfang in dem Glauben, ja, ich hätte mich verskillt. Gibt's aber noch irgendwen, der mich noch weiter unterrichten kann? Oder gibt's noch irgendwie Möglichkeiten, noch höher zu skillen? Oder weil ich diese ganzen Steintafeln und so weiter so früh benutzt habe? Und da haben wir noch einen Suchenden. Einen Suchenden haben wir hier noch. Das wird ein Spaß, den jetzt umzulegen. Dürfte jetzt nicht allzu schwer sein, ne? Nur dessen Fluch. Ja, wir müssen von Pyrokan noch mal irgendwie so einen Trank holen, definitiv. Aber okay, einen Suchenden haben wir hier noch gefunden gehabt. Wo ich nicht wusste, dass hier noch einer ist. Der uns jetzt ein beklemmendes Gefühl gegeben hat. Aber naja, egal, scheiß drauf. So, ich sehe aber auch, wir sind schon jetzt wieder in Überlänge. Und daher würde ich sagen, machen wir hier, nachdem ich das Teilkraut hier eingesammelt habe, in der nächsten Folge weiter. Und den Weidenbogen auch noch. Und vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus und ciao.